Okay, so, willkommen bei einem neuen Let's Play, nämlich Banished. Und, ja, Banished ist sowas wie eine Mischung aus Age of Empire, die Siedler, Anno, naja, aber auch irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, also tue ich es mal lieber nicht, bevor ich es irgendwie falsch erklären sollte. Auf jeden Fall, hier hinten sieht man eine Stadt von mir, die bisher die beste ist. Ich hatte vorher noch eine bessere, bis dann alle am Erfrieren gestorben sind. Ja, also sehen wir mal, wie es wird. Wie nennen wir die Stadt denn? Nee. Kluxhafen nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und ein Seed gehen wir auch mal ein. Und warte, hier noch eins. Ja, Valleys, Medium. Lassen wir es auf Mail. Ja. An und machen wir Medium fürs LP. Damit ich schnell wieder eine Stadt einführen kann. Ich sehe schon kommen. Ich werde so ablosen. Aber so richtig ablosen. Ja. Und Pause. Okay. So, als erstes ein paar Fenster öffnen. Du kommst dahin. Du kommst dahin. So, als zweites. Ich muss das ein bisschen... Ja, okay. Schade, dass man das bei Action nicht transparent machen kann, die FPS-Anzeige. Und wenn man es kann, muss ich es gucken. Wie? Ja. So, was machen wir als erstes? Wir bauen als erstes mal... Als erstes bauen wir... Wie viele Familien, zumindest Familien, naja. Wir bauen mal 5 Häuser. Wo bauen wir die hin? Bauen wir die... Bauen wir die mal hier hin. Okay. So, und dann bauen wir auch gleich dann erstmal eine Brücke. Ich baue gern Brücken. Brücken sind voll toll. Und ja. Und Weg, der einfach gerade hierhin führt, damit wir, nämlich, das hat einen Sinn. Nämlich, hier werden wir jetzt die ganzen Felder. Ja. Da, so. Okay.
Ja, wir spulen ein bisschen vor. Weil sonst dauert das hier Jahre. Und hier fehlt schon Feuerholz. Na toll. Dann brauchen wir wohl schnell mal einen davon. Den werden wir auch gleich hierhin platzieren. Ja. Das scheint ja gut auszusehen. Ich hoffe mal, dass der Sound auch nicht zu laut ist. Ja. Ist hier eigentlich irgendwo ein Meer? Oder ein, da ist ein breiterer Fluss? Ja, der Fluss geht. Okay. Mal wieder auf 2. Machen wir Kartoffeln, ja. Machen wir erst mit 2. Auf jeden Fall, wer sich fragt, was die ganzen Fenster hier sind. Das da ist ja wahrscheinlich jetzt schon klar. Da verteilt man die Jobs. Laborer sind halt... Oder Laborer... sind halt die Leute, die eigentlich alles wegtragen. Und wenn man halt zum Beispiel hier Sachen weghaben will, machen die das halt dann. Soweit ich es bisher weiß oder mitgekriegt habe. Bilder sind halt die, wo bauen, Gebäude. Oder halt einfach die alles bauen. Und ja, Farmer sind Farmer und der Rest erklärt sich ja von selbst. Und das da ist der Eventlog, wenn zum Beispiel jemand stirbt oder wenn jemand geboren wird oder wenn Feuerholz oder so low ist. Und hier sind die ganzen Infos über unser schönes Städtchen. Oh. Ja. Die könnten mal hin und hier mitmachen. Ich bin auch einer, der immer, wenn die irgendwas bauen sollen, mache ich so, dass man halt hier, dass ich es daneben ans Fenster hinziehe, damit ich halt weiß, was noch gebaut werden muss. Ist ja nicht so, als ob man es auch so sehen würde, aber wenn man schon so ein Fenster hat. Gleich mal einen rein, dann hier wieder weniger. Ja, und hier leben natürlich ist die maximale Anzahl, wo halt gebraucht werden. Und ich weiß nicht, ob man ja erhöhen kann man so hier. Okay. Und dann machen wir mal hier. Machen wir auf der Seite einfach eine Dreierstraße.
Sonst ist es ja unsymmetrisch. Ich mag keine unsymmetrischen Sachen. Okay, hier arbeiten überall zwei. Zum Glück kann man ja... Also, achso. Ja, und man kann halt nicht so wie in zum Beispiel Age of Empire oder Anno, glaube ich auch, habe ich noch nicht gespielt, aber glaube ich, dass es da auch so ist, halt in einem speziellen Gebäude halt, bei Age of Empire ist es zumindest, dass man halt in seinem Hauptgebäude einfach neue Arbeiter erstellen kann, und hier ist es halt so, dass die halt kooperieren müssen miteinander. Halt Kinder kriegen. So. Um es einfacher zu sagen. Und ich guck mal was, nämlich. Werde ich jetzt mal hier draus auch eine Dreierstraße machen und hier draus auch. So wird jetzt unsere Stadt einfach aufgebaut und es langt sogar. Sieht halt nur ein bisschen, naja, doof aus. Braucht es mehr? Na. Okay. Okay. Aber zum Glück brauchen wir noch kein neues Haus. Und wie ich sehe, werden wir von Anfang eine Nahrungsknappheit haben. Habe ich oft. Leider. Ist meistens auch mein Tod. Und ja. Könnte man sonst noch so. Ich habe ja Desasters an. Ich sollte mal einen Brunnen machen. Das wäre sehr nützlich. Denn die Häuser können ja anfangen zu brennen und dann, ja, wenn man keinen Brunnen hat, ist das bisschen schlecht. Ich habe eine gute Stelle dafür gefunden, nämlich die da. Ja, wow. Okay. Wir sind im Jahr 1, haben späten Sommer und... Null Futter. Cool. Als nächstes bauen wir mal. Das dürfte ja alles hier erstmal lang, hoffe ich. Da bauen wir dann als erstes. Egal. Als nächstes bauen wir dann mal eine. Eine Försterhütte. Halt. Ja. Kann man so lassen. Da kann einer schon mal hier anfangen zu bauen. Und die haben immer noch nicht den Weg hier fertig. Das sieht man um halt. Ach, der macht hier gerade.
Und was machst du da? Kind Delmas. Vertulnon. Delmas ist Idling. Okay. Was? Ah, bleib doch still. Danke. Ah, hier wohnt der Idling. Hier kann man die Häuser noch upgraden. Aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Und wir müssen mal Holz abhacken. Holz hacken gehen. Was machen hier die Laborer jetzt? Das macht es wahrscheinlich auch gut. Ich spiele mal ein bisschen vor. Die können sogar zwei dran arbeiten. Okay. Aha, unser Brunnen ist fertig. Okay. Der ist einfach nur dafür da, falls brennt, kann man den, glaube ich, damit löchen. Bei mir hat es bisher noch nicht gebrannt. Weil ich sonst immer mit dieser ausgestellt gespielt habe. Ja. Häuser, brauchen wir schon Häuser neue? Sollte ich noch keine neuen bauen wollen? Lieber noch nicht. Ja. Das könnte ich in der Zeit, wo die ein bisschen sammeln, noch machen. Hab ich hier natürlich, aber da. Ja. Das dauert zu lang. Ah, das bräuchte ich mal. Stellen wir es dahin und machen gleich mal den Weg hier. Hier sind sie noch nicht fertig. Stell mal wieder auf 5. Da wird überhaupt nichts. Stell mal auf 2. Auf 500. Hier stelle ich auf 300. Und jetzt die Frage, wann fangen die hiermit an? Bald sollten wir auch ein neues davon bauen. Zwar ist es erst zur Hälfte voll. Aber das kann sich rasant ändern. Und die Felder werden abge...
pflanzt. Und ja. Okay, gerade noch so, weil wenn die zu lange im Winter noch da bleiben, die Pflanzen, dann werden sie nämlich immer kleiner und schrumpfen wieder, bis sie wieder ein Samen sind. Und sieht das nicht schön aus? Ah. Fehlt nur noch Stein. Okay, dann sollten wir mal Stein abbauen. Ich mag hier mal nicht so ein großes Gebiet. Oh, ich habe auf der Taste gedrückt. Wieder einmal. Mal gucken, ob das für die langt über Winter und über Frühling. Ich will mal kurz in den Optionen was gucken. Nämlich... wo ist es? Prinz... was ist denn das? Feine Pasta. Ich mach einfach mal auf. Ja, auf was? Oder machen wir es auf? Nee, machen wir es auf. Ich muss dann nochmal in Shift F3. Und hier kann man doch wahrscheinlich... Was sind die Optionen? Einstellung da. Im Spiel. Machen wir es mal hier. Okay. Warte, was stand da eigentlich gerade? Wie tausend, was stand da? Achso. Na, ist so. Keine Ahnung, wie so standardmäßig so eingestellt war. Okay, apply, okay, okay. Okay. Machen wir mal so. Und weiter geht's. Jetzt weiß ich nur nicht, wo es gespeichert wird. Ich hoffe mal einfach in irgendeinem im Ordner von Ben nicht. Und damit ich schon mal weiß, dass ich später dann hier den Weg weitermachen will, mache ich es einfach da schon mal weiter. Und wann wird da gebaut? Noch 4 Steine. Okay. Das kann ich wieder auf 2 verringern. Ah, schon 25. Ich mache dann hier mal eine Aufnahmepause. Aufnahmepause. Part. Ende. Ja. Okay. Also, bis zum nächsten Mal und falls es euch gefällt, liked und so ein ganzen Kram. Ja, keine Ahnung. Tschüss.